Wir behandeln Patienten, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt sind. Wir schauen genau, ist das körperlich beeinträchtigt oder ist die psychische Beeinträchtigung die Komponente? Nehmen wir das Beispiel eines Schlaganfallpatienten. Sein Arm ist gelähmt, er kann zum Beispiel die Tasse nicht mehr zum Mund führen. Das wollen wir gezielt üben, dass diese Alltagskompetenzen wieder erlernt werden.